An der TU München kommen rund 40% der insgesamt 50.000 Studierenden aus dem Ausland. Sie brauchen Sprachkurse und Tutorien. Die will die Uni ausbauen. Ab dem Wintersemester 2024/25 auch mit Hilfe neuer Studiengebühren. Wir haben ein unglaubliches Wachstum an Studierenden in den letzten 20 Jahren hingelegt. Aber die Betreuung ist nicht entsprechend mitgewachsen. Das heißt, hier müssen wir verbessern, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gilt es aber auch, neue Infrastruktur zu schaffen für Studierende. Ich gebe ein Beispiel: Lehr- und Lernräume. Wir haben die Studiturmhäuser geschaffen an den Standorten. Die platzen jetzt schon aus allen Nähten. Je nach Fachgebiet müssen Neueingeschriebene aus Nicht-EU-Staaten künftig pro Semester zwischen 2.000 und 6.000 Euro zahlen. Es sind allerdings Ausnahmeregelungen geplant. Dafür hat die studentische Vertretung gekämpft. Grundsätzlich befürworten wir keine Studiengebühren und haben uns lange dagegen eingesetzt. Nichtsdestotrotz haben wir auf dem Prozess, den wir begleiten durften, relativ viele Fortschritte erreichen können für die Studierenden. Also wir konnten einerseits eine sehr hohe Stipendiatenquote sichern. Das heißt, bis zu 20% der Studierenden kriegen ein Erlassstipendium und müssen keine Gebühren zahlen. Die Gelder fließen ausschließlich in die Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen, also auch ein riesiger Mehrwert für die Studierenden. Die TU München will im Oktober festlegen, wie sie die neuen Studiengebühren ausgestaltet. Das Ziel sei dabei, attraktiv zu bleiben im internationalen Wettbewerb um junge Talente, unabhängig von ihrer Herkunft.